Die besten Torwarttalente für FIFA 23. Und ja Leute, endlich ist es soweit. Die Talentserie geht in eine weitere Staffel. Und tatsächlich ist das ja auch was Besonderes. Denn wir haben in FIFA 19 angefangen. Und wer schlau zählen kann, weiß, das sind genau 5 Jahre. Nicht ganz 5 Jahre, sondern eher 4,5. Aber schon der 5. Teil. Wirklich unfassbar, wie lange die Serie hier schon geht. Danke an alle, die hier treu bleiben. Und natürlich auch an alle, die neu sind. Ich hoffe, ihr seht heute auch nochmal eine Veränderung. Und zwar in der Qualität vom Gameplay. Denn ich habe eine neue Grafikkarte. Die alte hatte schon vorher einige Probleme. Aber nach der Aufnahme für das Video hier musste ich mich dazu entscheiden, die loszuwerden. Wenn ihr euch fragt warum, das sind die Aufnahmen von der. Ja, nicht das allerflüssigste. Und deswegen kam auch deutlich weniger Minecraft Shorts. Denn die war wirklich so lost wie gerade. Passend zum Video könnt ihr gerne mal schreiben, wie lange ihr die Serie hier schon schaut. Und während ihr es macht, kann ich gerne mal die Regeln erklären. Alle Spieler in der Liste sind 21 oder jünger. Und das heißt nicht mal Donnarumma und Lafosse sind dabei. Das fühlt sich ziemlich komisch an. Und nicht jeden Spieler könnt ihr am Anfang kaufen. Das heißt, einige können zum Beispiel auf Leihe sein. Oder der Verein will sie nicht verkaufen. Außerdem haben wir das dynamische Potenzial. Und das kann eure Spieler verbessern oder verschlechtern. Und ihr könnt das Potenzial nochmal ändern. Deswegen ist das hier der Stand vom 28. September. Das sind alle wichtigen Infos und wir fangen einfach mal an. Natürlich ist das Video eine Top 10 und deswegen fangen wir an mit Rang 15. Ah ja, diese Serie ist Anti-Clickbait. Mehr drin als im Titel. Und wir fangen an mit Calvestro Linna. Der ist 18 Jahre alt und aus den USA. Seine Gesamtstärke ist eine 66, aber er hat ein Potenzial von 81. Dafür ist er aber auch der einzige Flyer. Und zwar von Chelsea. Nach Amerika zu Chicago Fire. Und hat einen Marktwert von 1,7 Millionen. Damit kommen wir zum nächsten Spieler. Das ist Arnold Henas. Er ist unser Rang 14. Und spätestens hier werden die Aussprachen schwierig. Auf jeden Fall ist er 21 Jahre alt und aus Spanien. Er hat eine Gesamtstärke mehr. Und damit 67. Und auch ein Potenzial von 81. Sein Verein ist der FC Barcelona. Und die werden ihn für um die 2,2 Millionen abgeben. Damit kommen wir zu Rang 13. Hier müssen wir sehr weit reisen. Von Spanien nach Spanien. Und ich darf mich mal blamieren. Denn das hier ist Julen Aguirre Zabala. Bestimmt 100% richtig. Und auch er ist 21 Jahre alt. Und viel hat er eine Gesamtstärke mehr. Das ist die 68. Er aber auch ein Potenzial von 81. Sein Verein ist aber nicht aus Katalonien, sondern aus dem Baskenland. Und zwar Athletic Club Bilbao. Sein Marktwert beträgt 2,6 Millionen. Und wir gehen einen Rang höher. Und wir verlassen endlich mal Spanien. Und zwar gehen wir mit Moises Ramirez nach Ecuador. Der 21-Jährige ist auf Rang 12. Er startet mit einer 70. Diesmal zwei Gesamtstärken mehr. Und ihr könnt euch schon denken, was kommt. Auch er hat eine 81 als Potenzial. Am Anfang findet ihr ihn bei Independiente Valle. Und ihr müsst um die 3,1 Millionen zahlen. Das war eigentlich alles Wichtige zu ihm und wir kommen zu Rang 11. Da finden wir Etienne Green. Er ist ein 21 Jahre alter Engländer und hat am Anfang eine 73. Sein Potenzial ist unglaublich unvorhersehbar und zwar wieder 81. Er ist vom AS Etienne. Das ist natürlich ein Verein aus Frankreich. Bisher ist er der teuerste. Und zwar bei 6 Millionen. Damit kommen wir auch endlich in die Top 10. Auf dem 10. Rang haben wir Eren Destanoglu. Er ist ein Türke und 21 Jahre alt. Er hat eine Gesamtstärke von 75. Überraschung, auch er hat eine 81 beim Potenzial. Damit ist er aber auch der Letzte. Und alle anderen haben mehr. Er spielt immer noch in seinem Geburtsland. Genauer gesagt für Besiktas. Durch die Gesamtstärke ist natürlich auch sein Marktwert höher. Und zwar bei 7,5 Millionen. Da das alles zu ihm war, machen wir weiter. Auf dem 9. Rang haben wir Marquinhos. Er ist ein 19 Jahre alter Kolumbianer. Seine Gesamtstärke ist 1,63 und er ist der erste mit einem 82er Potenzial. Wenn ihr ihn haben wollt, müsst ihr bei Atletico Nacional nachfragen. Und er ist für ungefähr 1,1 Millionen zu haben. Und wenn ihr bisher geschaut habt, kann ich eine Sache erwähnen. Denn ihr könnt gerne den Kanal abonnieren. Dadurch verpasst ihr nämlich keinen weiteren Content. Und da es nicht mehr leckt, kann ich auch nicht mehr FIFA machen. Wir gehen währenddessen einfach mal auf Rang 8. Das ist der Portugiese Samuel Soares. Er ist 20 Jahre alt. Fängt an mit einer 65 und auch er hat eine 82 beim Potenzial stehen. Sein Verein ist Benfica Lissabon und ihr könnt ihn für ungefähr 1,7 Millionen loseisen. Das waren alle Infos zu ihm und wir machen weiter. Auf Rang 7 haben wir Andrew. Ja, ich weiß, Riesenname.
Er ist 21 und aus Brasilien. Und hat gleich mal 5 Gesamtstärken mehr zu Arsch. Und wenn ihr nicht rechnen könnt, das ergibt 70. Potenzial wäre gleich bei einer 82. Gil Vicente ist der Verein von ihm. Und die fordern für ihn 3,4 Millionen. Damit kommen wir zum nächsten Mann. Rang 6 belegt Luis Junior. Und ich komme mir vor wie eine kaputte Schallplatte. Denn auch er ist 21 und aus Brasilien. Wenigstens hat er 2 Gesamtstärken mehr. Und er ist der letzte mit einer 82. Also im Potenzial nicht in der Gesamtstärke. Sein Verein ist Farma Lissau. Und ich glaube, lustigerweise war das gar nicht mal so falsch ausgesprochen. Ja, ich schaue zu viele brasilianische Wahlen. Und wenn ihr auf den Bildschirm schaut, seht ihr seinen Preis. Das sind in dem Fall 4,6 Millionen. Und damit kommen wir endlich in die Top 5. Die eröffnet ein Franzose. Also kann ich wieder nur die Aussprache raten. Guillaume Resté. Könnte aber auch Restless sein. Was auch immer es ist, er ist 17. Und weil er so jung ist, hat er auch nur eine 60. Das ist auch die niedrigste Gesamtstärke im ganzen Video. Er ist aber auf Rang 5, weil er eine 83 im Potenzial stehen hat. Er ist von Toulouse. Und die wollen für ihn 700.000. Damit ist er auch der einzige mit einem Marktwert von unter 1 Million. Hoffentlich kann ich den nächsten aussprechen. Und auf Rang 4 haben wir wieder einen Franzosen. Ich hab keinen Bock mehr. Auf Wiedersehen. Das war natürlich nur Spaß. Denn wir haben Lucas Chevalier. Und er ist 20. Er fängt an mit einer 67. Und hat ein Potenzial von 83. Auch er muss natürlich wieder in Frankreich spielen. Diesmal bei Lille. Und wenn ihr ihn haben wollt, müsst ihr 2,4 Millionen zahlen. Damit kommen wir aufs Treppchen. Und ich bin froh, mal wieder jemanden zu kennen. Denn auf dem Bronzerang haben wir Martin Van de Voort. Er ist ein 20-jähriger Belgier. Und er hat eine Gesamtstärke von 70. Und er hat das bisher beste Potenzial. Nämlich 84. Am Anfang spielt er bei KLC Genk. Und in Saison 1 hat er einen Marktwert von 3,4 Millionen. Da das alles zu ihm war, kommen wir zu Rang 2. Georgi Mamardashvili will mir das Leben nicht einfacher machen. Aber wenigstens habe ich versucht, den 21-jährigen Georgi auszusprechen. Er fängt an mit einer 78 und hat auch ein 84er Potenzial. Wer kann nach langem mal wieder nach Spanien zurück? Denn um ihn zu holen, müsst ihr zu Valencia. Er ist der teuerste. Mit einem Preis von 18,5 Millionen. Damit kommen wir auch endlich mal zu Rang 1. Und heute ist Kevin Besuno der Gewinner. Der Mann aus Irland ist 20 Jahre alt, fängt an mit einer 70 und hat mit einer 85 das beste Potenzial. Ja, irgendwie hatten wir gar nicht mal so viele gute Talente heute. Nicht mal ein über 85. Für Besuno könnt ihr zu Southampton gehen. Und die wollen für ihn 3,4 Millionen. Und damit haben wir die Liste durch. Bevor wir aber enden, will ich nochmal ein, zwei Sachen sagen. Ich arbeite nämlich gerade an meiner Betonung. Und die Audio für das Video hat etwas länger gedauert. Natürlich werde ich nicht am Anfang perfekt sein. Aber ich hoffe, man konnte schon mal einen Unterschied merken. Außerdem hat der Kanal hier einen neuen Namen. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich nämlich diesen deutschen Kanal. Und dann aber noch einen englischen. Und manche von euch kennen ihn gar nicht. Aber andere haben den auch schon vorgeschlagen bekommen. Deshalb heißt der Kanal ab jetzt D-Gaming Deutsch. Damit man nicht mehr durcheinander kommt. Und ja, hier findet ihr nochmal ein anderes Video. Da habe ich euch einige seltsame Flaggen gezeigt. Und wenn euch das hier gefällt, gefällt euch das bestimmt auch. Heute kann ich aber weniger sagen. In der Beschreibung findet ihr meinen Discord-Server. Da könnt ihr mir mal gerne mal drauf joinen. Und da das alles war, sage ich einfach nur noch, ciao.